Schwieriges Thema. Es wird viel für Behinderte getan und so gibt es in Wien zum Beispiel eine Einrichtung, es ist die einzige Einrichtung in ganz Österreich und auch in Europa. Es gibt einen Fahrtendienst für Behinderte und zwar wird dieser Fahrtendienst aus Steuergeldern finanziert. Klingt eigentlich gut, aber trotzdem müssen wir ihn aufgedeckt darüber berichten, denn diese einzigartige Serviceleistung ist in letzter Zeit in Verruf geraten. Die Worte auf das Brummen von einem Tätisch, die ich glaube, es brummt nicht. Die Dame vom Funktisch sagt zu mir, der Wagen 734 ist in 4 Minuten hier. Die Wienerin Dorothea Brotzek ist behindert und an den Rollstuhl gefesselt. Für ihre tagtäglichen Besorgungen ist sie auf den Fahrtendienst der Gemeinde Wien angewiesen. So wie 6.500 andere Wiener Behinderte ist Frau Brotzek von der Verlässlichkeit und Pünktlichkeit des Fahrtendienstes abhängig, um ihr Leben halbwegs normal organisieren zu können. Gerade in letzter Zeit schafft diese Abhängigkeit von den für den Transport zuständigen Firmen für die Behinderten aber Probleme. Also immer öfters passiert es mir, dass ich zu den Zeiten, wo ich brauche, einfach keine Busse kriege. Und es wird dann wirklich blöd, wenn man zum Beispiel ins Theater gehen will, so wie es mir mal passiert ist. Da habe ich keinen Bus gekriegt, dann habe ich dann bei einer anderen Firma fahren müssen und die ist dann überhaupt nicht gekommen. Ich bin zu spät ins Theater gekommen. Die haben also die Fahrt schlicht und einfach vergessen gehabt. Der ist dann gekommen, der hat mich zwischendurch einschieben müssen. Ich musste dann mit den Gästen, die schon drinnen waren, noch eine Runde durch ganz Wien faktisch machen, bis er mich nach Hause bringen konnte. Und wie ich dann angerufen habe bei der Firma, um die Probleme, also ganz einfach um zu fragen, was da passiert ist, wurde ich also wirklich sehr unhöflich abgewimmelt und der hat mir gesagt, na, wenn es Ihnen nicht passt, fahren Sie mit wem anderen. Vor allem am Abend wird die Situation für die Betroffenen immer unzumutbarer. Weil nur wenige Behinderte unterwegs sind und Einzelfahrten angeblich unrentabel sind, weigern sich die insgesamt 7 von der Gemeinde Wien beauftragten Transportunternehmen, immer öfter Fahrten zu später Stund überhaupt durchzuführen. Früher fuhr man anstandslos bis 24 Uhr. Jetzt kommen die Fahrer, wenn überhaupt, nur mehr bis 23 Uhr. Die Firmen argumentieren dann, also ich hab konkret dann gefragt, warum es so ist. Das ist, warum sie Verschlechterungen einführen. Und da hat man mir gesagt, weil es wirtschaftlich sich einfach nicht lohnt für die Firmen. Und sie sind halt die Caritas und sie kriegen auch nichts geschenkt. 1994 wendete die Gemeinde immerhin 40 Millionen Schilling auf, um für 215.000 Behindertenfahrten zu bezahlen. Rund 150 Schilling pro Fahrt. Auf die Quantität ist man stolz, um die Qualität kümmert man sich allerdings weniger. Die Verantwortlichen im Rathaus haben mit den Fuhrunternehmern nicht einmal einen detaillierten Vertrag, der die Fahrzeiten regelt, abgeschlossen. Und so gibt es auch keinen Anspruch der Behinderten, in der Nacht oder irgendwann sonst verlässlich abgeholt zu werden. Aufgedeckt wollte von der zuständigen Stadträtin Grete Lasker wissen, wie die Wiener Behinderten unter diesen Umständen ihr Leben einigermaßen geordnet organisieren sollen. Doch im Rathaus fand man keine Zeit für ein Interview und verwies uns an die für den Fahrtendienst zuständige Beamtin des Magistrats. Dass die Fahrtendienste von uns aus vorgeschrieben bekommen, dass sie von bis zu fahren haben. Das ist nicht in unseren Vereinbarungen schriftlich festgehalten. Man kann ihnen das nicht vorschreiben, weil wenn eine Firma einen einzigen um 11:30 aus der Oper holen muss, zahlt sie das für den Fahrtendienst für die Firma eigentlich überhaupt nicht aus. Die Gemeinde hält sich raus. Die Betreiber der Fahrtendienste können sich für Steuergeld demnach selbst aussuchen, wen sie wann abholen oder nicht. Doch die Regelung ist nur scheinbar zu ihrem Vorteil. Denn auch sie sind mit der schlampigen Praxis der Gemeinde unzufrieden. Es mangelt an Geld. Wir fühlen uns von der Gemeinde Wien im Stich gelassen. Wir bemühen uns seit 2 Jahren. Ununterbrochen eine Regelung für diese Probleme zu finden. Seit 2 Jahren wird alles rundherum teurer. Wir kriegen keine Abgeltung der Leistungen, die von uns verlangt werden. Es bleibt uns daher nur übrig, restriktiv die Aufträge durchzuführen. Der Karren steckt im Dreck.
Ob die Gemeinde allerdings mehr Geld rausrückt, um ihn flott zu machen, ist fraglich. Denn auch die Fronten sind festgefahren. Die Fuhrunternehmer haben der Gemeinde jetzt ein Ultimatum gestellt. Werden die Tarife nicht angehoben, wird der Fahrbetrieb mit 31. August eingestellt. Eine an sich vorbildliche Sozialaktion könnte dann unrühmlich zu Ende gehen. Zum Nachteil der Behinderten. Nee, kein Taxi. Da kann man nur hoffen, dass dieses Lied nicht mehr allzu lange aktuell ist und die dafür verantwortlichen Politiker bald ein.